Meine Damen und Herren, willkommen zu Mystica TV. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen interessiert, die sich mit spirituellen oder psychologischen Themen auch beschäftigen, nämlich Wiedergeburt, Reinkarnation. Gibt es das? In vielen Religionen, in vielen Ländern ist das gang und gäbe und in anderen Ländern, wie hier im Christentum, ist es eher ungewöhnlich. Und wenn ja, wie funktioniert die Wiedergeburt eigentlich wirklich? Darüber spreche ich heute mit Wada Hasselmann. Ich grüße dich. Hallo, lieber Thomas. Schön, dass du hier bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, vor einigen Jahren, das auch auf Mystica TV zu sehen, wo wir ein bisschen über deine Arbeit gesprochen haben. Du bist Medium, du heißt konkret Dr. Wada Beate Hasselmann. Du bist Literaturwissenschaftlerin, Autorin und ein Trance-Medium und zwar wohl das bekannteste in Deutschland. Hast schon viele Bücher geschrieben und einige der Bücher hast du zusammen mit Frank Schmolke geschrieben. Ja, du channelst seit 1993 eine transpersonale Wesenheit, die Quelle. Und da kommt ein Wissen durch. Eigentlich schon 10 Jahre länger. Ah, okay. Verstehe. Ja, und da kommt und kam ja immer noch ein sehr interessantes Wissen über ja, die Seelenwelten herüber, über uns Menschen und über unseren Inkarnationszyklus auch, über den wir heute sprechen wollen. Und man muss dazu sagen, das ist eben eine bestimmte Sichtweise, eben ein bestimmtes Wissen, was ich aber auch, muss ich sagen, als sehr, sehr heilsam und stimmig empfinde. Ja, die Wiedergeburt, die Reinkarnation, das ist ein Zyklus. Ich darf vielleicht erst noch mal kurz sagen, es ist Anfang der 80er Jahre passiert, dass mich etwas überkommen hat, was ich am allerwenigsten erwartet hatte, nämlich, dass ich die ersten Anfänge einer umfassenden und dann sich über 20 Jahre und mehr erstreckenden neuen Seelenlehre oder Lehre von der menschlichen Seele medial empfangen habe. Das war das Letzte, worauf ich gefasst war. Aber so fing das an und hat sich dann enorm ausgeweitet und ist ja jetzt, glaube ich, in 7 oder 8 großen Büchern auch schon veröffentlicht. Also ich war sehr fleißig in Trance, was auch mich einiges so an Kraft gekostet hat. Aber es scheint sich wirklich sehr zu lohnen, weil das ist ein ganz kohärentes Weltbild und kohärentes System, was da durchgekommen ist. Mhm. Und unter anderem basiert natürlich diese gesamte Seelenlehre auf der Vorstellung, dass wir nicht nur einmal leben, das heißt, dass unsere Seele sich nicht nur einmal inkarniert, sondern viele Male und dies nicht nach Belieben oder aus unerfindlichen Gründen, sondern nach einem sehr genauen Plan, eine Art Entwicklungsstruktur, die der ganzen Sache, dieser ganzen Vorstellung von Inkarnation überhaupt erst einen Sinn gibt. Das ist jetzt nicht nur Sensation, oh, ich habe schon mal gelebt, sondern eine ganz groß angelegte Lebensschule, die dort offensichtlich stattfindet. Und es ist eine Entwicklung der Seele, die so oder so weitergeht, kann man das so sagen? Und wo es sozusagen gewisse feste Formen gibt, nämlich die Anzahl der Inkarnationen, aber auch vieles offen ist. Vieles ist offen und vieles ist weitgehend festgelegt. Festgelegt sind die 35 Entfaltungsstufen einer Seele mit ihren Themen. Die Anzahl der Leben, die man mit der Bewältigung dieser Entfaltungsstufen verbringt, ist nicht festgelegt. Das kann variieren zwischen 90 und 120 oder so. Ja? Aber dann ist es auch gut. Dann hat die Seele das, was sie im irdischen Dasein in vielen Inkarnationen erleben und leben und erfahren konnte, dann auch erfahren. Und dann kann sie weiter. Es ist nicht das Ende. Ja. Ist das wahrscheinlich auch etwas Tröstliches zu wissen, es geht so oder so weiter? Es ist sehr tröstlich, denn wenn man mit alten Menschen spricht, die kurz vor ihrem Ableben ihr Leben überdenken, sind viele unglücklich und unzufrieden und denken nicht mit großer Freude an das, was zurückliegt, zurück, sondern sind der Meinung, sie haben vieles falsch gemacht, sie haben vieles verpasst, vieles versäumt. Und die Vorstellung, dass das nicht die einzige Chance war.
hier auf dieser Erde ein Leben zu bestehen, sondern dass es weitere Möglichkeiten gibt und dass es auch nicht das erste Mal war und dass man auch ruhig sogenannte Fehler, die ich gar nicht als Fehler bezeichnen würde, machen darf, ist sehr tröstlich. Mhm. Und man muss eben wohl auch nicht ein Problem wirklich lösen, jetzt in diesem Leben, weil es die einzige Chance ist. Da machen sich ja viele, gerade im spirituellen Bereich, schon einen ziemlichen Druck, bis dahin, dass sie sich wünschen, auch erleuchtet zu werden, um endlich erlöst zu werden. Endlich erlöst zu werden, ja, natürlich. Da kommen so viele Grundgedanken aus verschiedenen Kulturen zusammen. Mhm. Der Erlösungsgedanke stammt eindeutig aus dem christlichen Bereich. Das Eingehen ins Nirvana kommt vom Buddhismus. Dann gibt es die Wiedergeburt als Strafe. Mhm. Also auch davor fürchten sich die Leute. Sie fürchten sich auch vor dem Nichts. Es ist schade, es ist sehr schade, dass viele Leute sich so quälen. Und gerade wir Deutschen, wir haben dann auch noch die Vorstellung, dass wir unbedingt Aufgaben bewältigen müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir eine 6. Ja, von wem auch immer. Ja, Schule des Lebens ist ja sowohl richtig, weil man eben was lernt, aber auch, ich muss es lernen, ich muss Prüfungen bestehen. Wehe, wenn ich es nicht tue. Da ist immer überall Angst dahinter. Und das ist auch bedauerlich, weil wenn man das Leben nur aus der Angstperspektive betrachtet und dass man auch ja nichts versäumt, dann versäumt man, glaube ich, wirklich was. Obwohl ich der Meinung bin, eigentlich kann man gar nichts versäumen, sondern jeder lebt so, wie er zu leben hat. Und das schließt das Gute und das Böse mit ein. Was ja auch ein relativ neuer Gedanke ist oder ein fast unerwünschter Gedanke für viele, denn sie streben nach dem Guten und leugnen das Böse und kommen dann mit ihrem Gottesbild auch sehr in Schwierigkeiten, denn ein liebender Gott kann dann doch jedenfalls für naive Gemüter, nicht zulassen, dass das Böse geschieht und dass so viele Menschen leiden. Und das Vermeiden von Leiden und vom Bösen ist, glaube ich, wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, absurd. Das kann man nicht. Das kann man vielleicht eine Zeit lang oder mal in einem Leben, aber nicht wirklich. Es gibt ja so ein chinesisches Sprichwort, das sagt, auch dieses wird vergehen. Sowohl in dem einen als auch in dem anderen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Sprichwort. Ja. Sehr tröstend. Ja. Gibt es dann auch so etwas, wahrscheinlich wie, wir haben ja gesagt, es gibt einen Inkarnationszyklus, das heißt eine Entfaltung der Seele, Entwicklung der Seele. Wie fängt das an? Kann man das zeichnen, wie das auch in der Quelle? Die Vorstellung, die uns diese Quelle, die ich empfange, vermittelt im Rahmen der großen Seelenlehre, ist, dass wir Seelenwesen sind und dass es für Menschen drei Welten der Seele gibt. Das eine ist die physische Welt, die körperliche Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das ist auch eine Welt der Seele. Das ist die Welt der inkorporierten oder eingekörperten oder inkarnierten Seele. Dann gibt es die Astralwelt. Und das ist eigentlich für uns Menschen, Seelen, das Interessanteste, interessanteste Welt. Denn das ist unsere Heimat, daher kommen wir und dahin gehen wir. Das ist also, sagen wir mal, relativ leicht zu beantworten, diese Urfrage der Menschheit. Ja. Also die Seele lebt in der astralen Welt, kann man das so sagen? Nein, sie lebt nicht. Nein? Nein, das würde ich eindeutig negieren. Ich würde sagen, sie existiert. Aber ich möchte dringend unterscheiden, am Leben sein und nicht am Leben sein. Denn das sind zwei völlig verschiedene Existenzarten, wenn man im Leben ist oder am Leben ist, dann hat man die Gelegenheit zu lernen zum Beispiel. In der astralen Welt wird nur ausgewertet und wird nur geplant, das nächste Leben. Aber lernen kann man da nicht. Das geht gar nicht, weil Lernen hat immer was mit Vergehen von Zeit zu tun. Man kann nicht lernen, wenn man kein Gehirn hat. Man kann nicht lernen, wenn man gar keinen Körper hat. Dann hat man nämlich kein Gehirn. Und auch die Materie, an der man lernt, zum Beispiel am anderen, der andere Mensch ist ja auch Materie, und an der Welt, die aus Materie besteht, das ist alles ja in einer nicht körperlichen, zeit- und raumfreien Welt nicht möglich. Aber deshalb ist es ja auch gerade so interessant, sich wieder und wieder einen Körper zu suchen. Die Seele ist eigentlich sehr mutig, sich auf unserer Welt, in unserer Welt zu bewegen, in einem menschlichen Körper, weil ja das gar nicht so einfach ist. Ja. Es gibt da ein schönes Zitat aus Welten der Seele, eines der
ich sag mal, Grundlagenbücher des Ganzen, wo das sehr schön zum Ausdruck kommt. Wenn du erlaubst, ich lese das mal. Ja. Es bedarf eines besonderen Mutes, sich als Mensch auf eurem Planeten zu inkarnieren. Es liegt daran, dass die Einsamkeit, die Getrenntheit vom Ganzen dort besonders groß ist. Das ist auch der Grund, warum viele Seelen sich scheuen, den Weg der irdischen Inkarnation zu beschreiten. Allein und abgetrennt Schmerzen, Ängste und Schwierigkeiten zu durchleben, ist für eine Seele, die während ihrer ganzen sonstigen Existenz niemals fragmentiert ist, von großer Bedrohlichkeit. Alleinsein und Einsamsein sind zweierlei Dinge. Die abgetrennte, fragmentierte Seele ist nicht einsam. Und dennoch ist sie allein, muss allein sein, um das zu erreichen, was sie sich an Wachstumsherausforderungen auferlegt hat. Nur in der Fragmentierung der Getrenntheit kann sie das lernen, was sie sich vorgenommen hat. Genau. Das ist und so das ein bisschen, ist in der physischen Welt. Ja. Mhm. So ein bisschen auch wie unser Denken. Ja? Wir denken in Worten, in Fragmenten. Ja. Wahrscheinlich auch die Gefühle, sie müssen einzeln eben, wie du sagst, in der Zeit erlebt werden. Nun stell dir mal vor, Thomas, du stirbst, gehst in die Astralwelt zurück und dann hast du das alles nicht mehr. Du hast kein Gehirn, gerade du, wo du doch so gern denkst. Ja? Du hast kein Gehirn mehr und kannst nicht denken. Du hast keinen Körper mehr. Gut, du hast dann auch keine Schmerzen, aber du hast auch keine Lust. Du kannst nicht mehr essen, du kannst nicht mehr trinken, du kannst keinen Sex haben. Du wirst zwar auch nicht alt, aber du bleibst auch nicht ewig. Nein, du bleibst auch nicht ewig jung, du bist gar nichts. Ja? Du hast auch keine Gefühle, weil du kein Nervensystem hast, das etwas fühlen kann. Also ich gehe einfach mal im Rahmen unserer Seelenlehre aus, etwas flapsig gesprochen bitte, ja, dass es in der astralen Existenzwelt für uns Menschen oder sagen wir mal von der Perspektive von uns Menschen her gesehen sehr, sehr, sehr langweilig ist. Keine Zeit, kein Raum, keine Materie, keine Gefühle, keine Vernunft, kein Denken, kein Erkennen, nicht mal das, was wir als irdische Liebe bezeichnen. Ja? Da ist niemand, den du lieben kannst, außer deinen Seelengeschwistern und die sind du, die sind fast identisch mit dir. Also das ist eine sehr schöne, aber es ist doch sehr begrenzte Form von Liebe. Auf der Erde haben wir ganz andere Möglichkeiten zu lieben. Mein Gott, wie viele Möglichkeiten. Kinder, Kindsliebe, Freundschaft, Elternliebe, Partnerschaftsliebe, Selbstliebe sogar. Ja, all das ist hier möglich und in der Astralwelt nicht. Also und das wahrscheinlich das Lernen, das sich weiterentwickeln, kann ja auch Lust bereiten. Das habe ich unbedingt. Ja so in der astralen Welt wohl auch nicht. Ja. Wenn man drüben, also zwischen den Leben, nicht lernen kann, sondern nur auswerten, dann erkennt man auch, wie reizvoll es wäre, nach Verstreich einer gewissen zeitlosen Zeit, sich wieder zu inkarnieren, um Neues zu lernen, um Neues zu erfahren, um zurückzukehren in diese für Menschenseelen wahnsinnig spannende Dimension. Die Erde ist für Menschenseelen unendlich spannend. Ja. Danke für dieses Plädoyer fürs Leben hier und jetzt. Eine riesige Herausforderung mit allem, was dazugehört. So, genau, du hast schon angekündigt, zwischen den Leben hält sich also die Seele in der astralen Welt auf. Ja, wahrscheinlich ruht sie sich erstmal aus, verarbeitet das Erlebte. So haben wir das gehört und das scheint auch unterschiedlich gestaltet zu werden, je nachdem, woher ein Mensch kommt. Sagen wir mal, aus welcher geistigen Kultur. Ja, jemand, der das Nirvana erwartet oder zumindest eine gewisse Form der Leere, der würde wahrscheinlich sich zu Tode erschrecken, wenn er seine Verwandten gleich nach dem Tode dort wieder treffen würde. Andere, die ihre Verwandten erwarten oder ihre Liebespartner oder ihre Kinder, die würden sich sehr erschrecken, wenn sie nicht sehen würden. Also scheint es so eine Art Übergangsstadium zu geben, das jetzt nicht nach zeitlichen Kriterien, weil da gibt es keine Zeit, zu betrachten wäre, sondern ein Energieraum, in dem erstmal ein gewisser Trost, eine Beruhigung, aber auch eine Bestätigung dessen, was der Sterbende im Sterben erwartet, gegeben wird, sozusagen wie man einem Kind eine Puppe in die Hand drückt oder ein Spielzeugtier, um es zu trösten. Und erst dann wird dem Verstorbenen, dem
in die Astralwelt übergegangenen nach und nach wohl klar, dass es ganz anders ist, als alle Menschen auf der Welt denken. Und jeder denkt was Verschiedenes. Diejenigen, die denken, da gibt es gar nichts nach dem Tod, werden überrascht sein. Und diejenigen, die glauben, sie werden dann nur noch Halleluja singen und auf der Wolke sitzen, werden genauso überrascht sein. Nicht? Und diejenigen, die denken, ich werde bestimmt als Ameise wiedergeboren, die werden auch überrascht sein. Aber Sie haben auf jeden Fall so eine Art, ja, es ist eine Ruhephase, es ist ein Verarbeiten, vielleicht auch was im Kleinen, ja auch im Schlaf geschieht, wohlweislich unbewusst. Ja, aber sind wir denn eigentlich im Schlaf auch manchmal in dieser Astralwelt? Ich bin ziemlich sicher, und das wurde uns auch von unserer Quelle gesagt, dass wir des Nachts sozusagen in unsere Heimat reisen. Die Quelle spricht von einem Art umgekehrten Pendeln. Ja, der normale arbeitende Mensch, der pendelt abends von der Stadt vielleicht in sein Dorf zum Schlafen und Seelen pendeln in die Astralwelt, um sich dort auszuruhen. Und die Vorstellung ist, dass diese Aufenthalte im Tiefschlaf oder auch zuweilen in Träumen, aber beileibe nicht immer, dass die uns so Kraft spenden, dass die natürlich der Psyche auch Gelegenheit geben, was zu verarbeiten, das ist eins. Aber es gibt bestimmte Zustände, wo wir uns sozusagen wie an eine große Tankstelle andocken können, so wie Raumschiffe betankt werden mit Energie, sodass wir unserem Leben wieder gewachsen sind, dass wir Trost und Weisung auch empfangen. Das ist natürlich alles im Bereich des Unbewussten. Aber wir wissen ja, wenn man Menschen daran hindert zu schlafen und diese Tiefschlafphasen zu erleben, dass sie ganz schnell nicht nur krank werden, sondern wirklich psychotisch. Also, ja, das ist eine Form der Folter, jemanden abzuschneiden von seiner astralen Tankstelle. Wenn wir nochmal zum Inkarnationszyklus zurückkehren, ja, das erste Inkarniertsein ist wahrscheinlich ein großes Abenteuer, noch sehr unbewusst. Du hast ein sehr schönes Gedicht geschrieben, einige Gedichte, und wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir vielleicht die habe ich doch nicht selbst geschrieben, die Gedichte. Oh, okay. Nein, ja. Es geht um das allerneueste Buch, was ich herausgebracht habe. Das heißt Seele schöner Götterfunken und ist eine Sammlung von Gedichten über die Seele oder von der Seele von 50 oder 60 verschiedenen Autoren. Ach, schön. Okay. Diese Autoren sind mir alle bekannt und haben mir ihre Gedichte geschickt, und ich fand die so schön, dass ich dachte, die muss man unbedingt mal als Buch herausgeben. Schön. Das ist vor zwei Wochen erschienen. Und wenn du meinst, kann ich ja mal eines davon auch vorlesen, was das sehr gut zum Thema passt. Dieses Gedicht ist von einer Dame, die heißt Reintraut Friebe. Und es heißt Ursprung. Vor uralten Zeiten, als ich sprang auf die Erde, mitten ins Leben, zum allerersten Mal, direkt aus der Quelle, mutig und schön, mein Fleisch, mein Geist, weit und leicht und leuchtend die Seele, so wie wir es wollten. Mein Ursprung in Hitze und Kälte, in Liebe und Tod, in Ich und Du. Da sprang ich mit den Füßen zuerst, mit offenen Augen, Sternenstaub in den Ohren, die Zunge noch taub, in Erwartung der Süße und des Bitteren vom großen Menschsein. Ja, das sagt eigentlich schon fast alles, das Süße und das Bittere. Die Liebe und der Tod, denn der Tod gehört eben auch zum Menschsein. Und es ist sehr traurig, wie viel Angst Menschen vor dem Tod haben. Vor dem Sterben Angst zu haben, ist völlig normal. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die keine Angst vorm Sterben haben, und sehr viele, die sich einbilden, keine Angst vorm Sterben zu haben. Aber der Übergang ist eigentlich leicht und befreiend, und das Todsein an sich ist nicht das Problem. Es ist das Leiden beim Sterben und auch das Abschiednehmen. Und das Abschiednehmen ist natürlich ganz besonders angstbesetzt, wenn ich überzeugt davon bin, das war's jetzt, das war alles, ich kriege nie wieder die Möglichkeit, irgendetwas gut zu machen, irgendetwas zu tun, was ich in diesem Leben nicht tun konnte, oder zu lassen.
dann wird das Sterben schwer. Mhm. Ja. Wenn lauter unerledigte Dinge da noch auf der Bettdecke liegen und man mit seinen Verwandten und vielen Menschen in Unfrieden ist und das Gefühl hat, ich kann es nie wieder gut machen. Das ist beängstigend, ja. Und da bietet eben diese Seelenlehre da einen ganz gewaltigen Trost bei der Vorstellung, was ich jetzt nicht gut machen kann, kann ich später gut machen. Und die Seelen, an denen ich mich vielleicht versündigt habe, vergangen habe, mit Sünde habe ich es eigentlich nicht so, die sind auch bereit, mir irgendwann zu verzeihen, wenn ich die Gelegenheit wahrnehme. Und eins möchte ich noch sagen, viele Menschen empfinden ja bei dieser oder jener Gelegenheit, oh, ich glaube, ich habe schon einmal gelebt. Mhm. Ja? Déjà-vu-Erlebnisse. Déjà-vu-Erlebnisse so und verschiedene Arten von Rückerinnerungen. Diese Menschen sagen, ich habe schon einmal gelebt. Das ist höchst unwahrscheinlich. Sie müssten eigentlich sagen, ich habe schon viele Male gelebt. Ja. Mhm. Denn wer sich rückerinnert, ist in der Regel schon eine ältere Seele. Und diese Seele, die schon durch viele Stadien gegangen ist, der Entfaltung, die erinnert sich an verschiedene Leben, aber nicht gleichzeitig. Mhm. Ja, Seelenalter, das bringt uns dazu, zu diesem Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und was in vielen, ich sag mal, spirituellen Lehren gar nicht bedacht wird oder vergessen wird oder keine Erwähnung findet. Wenn man eben davon ausgeht, dass die Seele diesen Inkarnationszyklus hat, dann entwickelt sie sich ja von Leben zu Leben weiter. Ja. Und bei der Seelenlehre gibt es schon so diese schönen Bilder. Da wird dann von einer Kindseele, einer jungen Seele und so weiter gesprochen. Einer Säuglingsseele gesprochen. Wenn wir uns einmal vorstellen, dass eine Seele sich zum allerersten Mal inkarniert, also zum allerersten Mal, dann heißt, sie hat noch niemals einen Körper gehabt. Sie weiß nicht, was ein Körper ist. Sie muss jetzt erstmal die Basisfähigkeiten erlernen in der ersten, in der zweiten, in der dritten Inkarnation. Was ist ein Körper? Was bedeutet Essen, Schlafen, Sexualität? Was bedeutet, dass es auch noch andere plötzlich gibt, die anders sind, die nicht so sind wie ich, die andere Körper haben, die andere Gesichter haben. Diese ganzen Dinge sind ja erstmal ziemlich verwirrend und auch erschreckend für eine Seele, die noch niemals vorher diesen Zustand erlebt hat. Und dann die Vergänglichkeit und dann zu sehen, dass es den Tod gibt. Das dauert eine ganze Zeit. Und bis dann das Kindseelenstadium betrifft, wo man anfängt, so ein bisschen die Welt zu erkunden und jetzt sich seiner Körperlichkeit einigermaßen sicher ist, essen, ausscheiden, schlafen, sich bewegen, das ist alles unbekannt gewesen. Bis man dann eine Kindseele ist, vergehen schon mal, ich denke, 10, 15 Leben, bis man diese Erfahrung gesammelt hat und archiviert hat und dann weitergehen kann. Und diese Analogie stimmt ja auf vielen Ebenen. Kinder sind, brauchen Gemeinschaft, können jetzt nicht ganz alleine sein. Auf keinen Fall, deswegen leben Kindseelen auch gerne miteinander in Gemeinschaft. Ja, Säuglingsseelen und Kindseelen müssen andere Menschen immer ganz eng in der Nähe haben. Mhm. Ich habe das oft genug erlebt in Indien, wenn ich am Strand meditieren wollte, dass binnen kürzester Zeit eine ganze Traube von Menschen sich um mich herum versammelte und mich ganz besorgt fragte, ob es mir nicht gut geht und ob ich krank bin. Denn die Vorstellung aus dieser Kultur, die ja zu wesentlichen Teilen aus Kindseelen besteht, ist, dass wenn man allein ist, dann ist man krank. Mhm. Und das ist was ganz Schreckliches, allein zu sein. Das war für mich dann immer ganz schrecklich, dabei gestört zu werden. Ich habe dann teilweise versucht, aber es ging letzten Endes, dass ich allein sein ging nur in meinem Zimmer. Mhm. Naja, spannend. Die junge Seele, ja, das sind so vielleicht wie Jugendliche, ja, die wollen sich erleben, ja, ist das richtig, diese Analogie? Die wollen sich erleben, die wollen sich entfalten, sie wollen die Herrschaft über ihr Leben erringen, auch die Herrschaft über das Leben der anderen und die Herrschaft über die Welt. Das geht so bis 35, 40 vielleicht, dann ist diese Phase also vom Seelischen her abgeschlossen. Die junge Seele will erfahren, dass sie der Herr ist. Ja? Über ihr Leben, über ihre Gefühle, über ihre Gedanken, dass sie die Dinge in der Hand hat, im Griff hat.
Ja, und das ist ja erstmal wertfrei gesehen, das ist einfach das, so. Da müssen wir alle durch. Ja. Man kann doch auf nichts verzichten, wenn man es nicht gehabt hat. Ja, ja. Die reife Seele wird dann nachdenklich und problembewusst und übernimmt wahnsinnig viel Verantwortung, will nicht mehr alles machen und tun, sondern sich vor allen Dingen mit den Mitmenschen auseinandersetzen. Und da ist natürlich wieder jede Menge zu lernen, denn man kann wohl sagen, die Säuglingsseele, die Kindseele und die junge Seele verfügen über keine oder über sehr, sehr wenig Selbstreflexion und Introspektion. Die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, die nimmt erst Gestalt an und entwickelt sich langsam im Zyklus der reifen Seele. Und das ist das, was wir im Augenblick ja sehr hochhalten, speziell hier in Mitteleuropa, also über sich selbst nachdenken können, inneren Abstand zu sich selbst gewinnen, den anderen als einen vollgültigen anderen Menschen zu betrachten, der nicht so denken muss und fühlen muss wie ich, sondern der sozusagen das Recht hat, anders zu sein. Das sind alles Errungenschaften eigentlich der reifen Seele. Trotzdem ist Deutschland immer noch ein wesentlich Jungseelenland. Und wir ältere Seelen profitieren natürlich sehr davon, dass wir in einem Land leben, wo junge Seelen für Ordnung sorgen. Weil die noch aktiver sind mit dem Leben. Und auch für Freiheit und auch für die Möglichkeiten, die wir haben, uns hier zu entfalten, das ist ja beileibe nicht in jedem Land der Welt gegeben. Ja. Also ich finde, das fördert ja den Toleranzgedanken, denn ich meine, wahrscheinlich hat es auch wenig Sinn, eine junge Seele zu bekehren. Du müsst mehr in dich gehen, du musst eine Therapie machen und musst dir der geistigen Welt bewusst werden. Das ist überhaupt noch kein Thema, die junge Thema, Seele wird sagen, hier bist du wahnsinnig. Machen wir auch. Wenn ich ein Problem habe, dann krempel ich die Ärmel hoch, trinke zwei Schnäpse und dann ist das erledigt. Ja, das packe ich an. Und dann ist das weg. Ja. Ja? Weil die junge Seele hat keine Lust am Problem. Die reife Seele ist irgendwie fasziniert von der Möglichkeit, dass es überhaupt Probleme geben könnte. Und sie ist gar nicht so sehr daran interessiert, die sofort zu lösen, sondern die zu wälzen. Ja? Weil das Erkenntnis fördert. Selbsterkenntnis und Welterkenntnis. Sehr spannend. Ihr seid ja auch da gerade dabei, ein, denke ich, recht ausführliches, spannendes Buch zu erstellen, das noch eine Weile braucht. Ein sehr großes, dickes Buch. Ja, ja. Es wird vielleicht das letzte sein, das wir also als Pflicht von der Quelle übertragen bekommen haben. Wir sind seit vielen Jahren dabei, ein ganzes Panorama zu erfahren, von der Erstinkarnation bis zur letzten, ja sogar noch, was ist eigentlich der Zustand vor der Erstinkarnation. Darüber haben wir jetzt auch sehr interessante Informationen bekommen. Aber vor allem ist es ein Buch, das die einzelnen Schritte des Inkarnationszyklus sehr ausführlich darstellt. Also jedes Kapitel enthält, welche Beziehungsformen pflegt, was weiß ich, die Kindseele oder die reife Seele, welche religiösen Anschauungen hat sie, wie verhält sie sich in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft, wie verhält sie sich zu ihrem Körper und so weiter. Das sind ganz wichtige Aspekte und ich glaube, dieses Buch wird die Vorstellung, die wir von unserer Welt haben und von den Menschen, von der Menschheit eigentlich schon ganz in neuem Licht erscheinen lassen. Sehr spannend, ja. Ja, es ist sehr viel Arbeit. Es werden bestimmt wieder 500 Seiten. Unsere Informationsquelle ist wahnsinnig gesprächig. Ja. Aber sie gibt eben auch Antwort auf Fragen, die wir woanders nicht beantwortet bekommen. Ja, und diese Arbeit, bevor wir weiter in den Seelenaltern wandern, ist ja auch nicht so, du setzt dich hin und schreibst es, sondern es ist eine sehr intensive Arbeit. Ja, wir machen speziell dieses Buch gemeinsam mit einer ganzen Gruppe von uns inzwischen sehr vertrauten Menschen. Wir arbeiten mit denen über 10 Jahre, teilweise 15 Jahre schon zusammen. Und es sind alles Menschen, die entweder als Psychotherapeuten oder Psychiater oder Ärzte oder auch Sozial,
Wissenschaftler, Sozialarbeiter mit Menschen arbeiten. Und es wurde von denen auch an uns herangetragen, dass sie ihre Klienten, ihre Patienten besser verstehen möchten. Und zwar auf einer Ebene, die eben durch durch ICD-10 oder die Handbücher zu psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen oder überhaupt Lebenslehren nicht erfasst werden. Und dieser seelische Aspekt wird wahrscheinlich sehr weiterhelfen, auch das, was wir als schrecklich oder unangenehm in der Welt oder im Leben empfinden. Mhm. Dazu gehört ja nicht nur unser eigenes Leid, sondern furchtbare Dinge, die auf der Welt passieren, Diktaturen, Folter und Völkermorde und was weiß ich nicht alles, das besser zu verstehen als Ausdruck von der menschlichen Daseinsform, die nicht zu vermeiden sind. Ja. Es gilt natürlich immer zu schauen, wo kann ich Leid vermindern, wo kann ich natürlich helfen. Und wenn ein böser Mensch muss bestraft werden, muss man also ganz plakativ zu sagen. Das sind ganz zu trennende Ebenen. Ja. Diese Ebenen darf man nicht vermischen. Wir brauchen als menschliche Gesellschaft Gesetze und Richter und auch Gefängnisse und Strafen. Das ist ganz klar. Und das beeinflusst aber nicht die Sichtweise, die davon absolut zu trennen ist, dass für die Seele etwas sinnvoll sein kann und sogar wachstumsfördernd, was in einem normalen mitmenschlichen Gefüge nicht zu tolerieren ist, strafbar sein muss. Diese beiden Dinge werden leider etwas durcheinandergebracht von vielen Menschen. Das bedauere ich immer, weil sie dann, wenn jemand irgendwas leidet oder auch Böses tut, sagen, ja, das hat die Person sich ja dann in einem früheren Leben oder im Zwischenleben selbst ausgesucht. Das ist natürlich Unsinn. Oder es war Gottes Wille oder es musste sein, da gibt es ja viele Entschuldigungen. Noch wieder was anderes, ja. Dass es Gottes Wille ist, dass ich jemanden umbringe, ist vielleicht nicht unbedingt so die Meinung der Mehrheit. Aber auf jeden Fall, dann gibt es noch das Schicksal und so. Ja. Aber die Vorstellung, dass ich mir etwas ausgesucht habe, ist vollkommen irreführend, denn es gibt kein Ich in der astralen Welt. Ohne Körper gibt es kein Ich, ohne Gehirn gibt es kein Ich, ohne Empfindungsfähigkeit gibt es kein Ich, ohne Zeit und Raum gibt es auch kein Ich. Also wer soll sich das bitte ausgesucht haben? Dass die Seele etwas planen kann, bevor sie ein Ich kreiert, mit der Zeugung, mit der Geburt, das ist ein anderes Thema. Es ist ziemlich diffizil. Aber es gibt in der Astralwelt eine Planung, die dem Sinngefüge des Ganzen dient, die auch dem Sinn der nächsten Inkarnation dienlich sein muss. Ich sagte ja vorhin schon, ein Inkarnationszyklus ist nicht willkürlich, beliebig oder einfach so, sondern ist mit einer sehr stringenten Sinnstruktur ausgestattet. Und diese Sinnstruktur muss ja eine Art höheren Sinnstruktur entsprechen. Das sind einmal, also wir nennen das die Interessen der Seelenfamilie, aber wir haben einen Grundsatz für das, was überhaupt aller Existenz Sinn gibt, nicht nur der menschlichen Existenz, und das ist das Bedürfnis offensichtlich einer kaum für uns Menschen begreifbaren Instanz, wir nennen sie das Allganze, sich in Liebe und Erkenntnis anzureichern. Und alles, was dazu beiträgt, auch das Böse, dient dazu, Liebe und Erkenntnis zu fördern. Das ist schön, ja. Liebe und Erkenntnis. Das spürt man ja auch, wenn man, wo will ich, was will ich? Ja, ich will mehr verstehen und ich will die Liebe mehr verstehen. Ja. Man spürt es auch als Impuls. Die beiden gehören auch zusammen. Ja. Die gehören ganz eng zusammen. Ja. Deshalb ist es manchmal etwas komisch, wenn man die Science-Fiction-Romane liest oder auch mit UFO-Gläubigen spricht. Die gehen immer nur davon aus, dass Wesen von anderen Planeten oder überirdische, außerirdische mehr
Erkenntnis haben, also schlauer sind, genau, und technisch, mehr Technik, technisch und ja, ja, auch in anderen Ebenen einfach gewiefter, genau, und uns, ja, überlegen. Ja. Es ist nie von Liebe die Rede. Ja. Das ist, es ist auch, es gibt wenig noch, Ausnahmen, aber ja, wirklich sehr, sehr wenige, ganz wenige, wo eben auch gesagt, ja, wird. Ja, und da, ja, da sind, dass es auch vielleicht noch, ja, ganz andere Möglichkeiten, ja, gibt zu lieben, und ja, dass auch in der Liebe sozusagen ein Zuwachs an Bereitschaft, Fähigkeit, mhm, möglich ist. Wir wissen das ja schon aus unserem eigenen Leben. Als Säugling ist man weniger liebesfähig, weil man den anderen noch gar nicht als anders wahrnehmen kann, als vielleicht mit 70. Ja. Oder so ist es vielleicht, wir uns das vielleicht als Säugling schon einfach so eine Liebe, die so fließt, aber der Säugling ist sich dessen noch nicht bewusst. Ja, so vielleicht. Ja, ja. Also es gibt, ja, da sicher, mhm, große Unterschiede. Aber wir wissen auch, ein Teenager, der sich zum ersten Mal verliebt, liebt ganz anders als ein 60-Jähriger, der sich noch einmal einem anderen Menschen zuwendet, ja, und vielleicht, ja, noch mal eine Bindung eingeht. Mhm. Das ist ganz, mhm, anders. Mhm. Das ist gereift, mhm, das ist angewärmt sozusagen durch viel Erfahrung. Ja. Und wenn wir jetzt diese Reise weitermachen, wir waren schon kurz bei der reifen Seele, dann gibt es, mhm, eben tatsächlich die alte Seele. Ja. Das ist auch wieder dieses Bild stimmig. Nein, ein alter Mensch zieht sich eigentlich schon ein bisschen zurück von der, ja, äußeren Welt, mhm, aber er hat eine größere Liebesfähigkeit. Dadurch wohl auch eine größere, ja, vielleicht Verantwortung, die er ganz natürlich annimmt, kann man das so sagen? Ich würde das Wort Verantwortung gar nicht mehr, ja, so in den Mittelpunkt stellen. Das ist eigentlich eine Vokabel, die zur reifen Seele gehört. Mhm. Die alte Seele zieht sich aus einer moralischen Verantwortung weitgehend zurück. Sie entscheidet im Wesentlichen aus dem Moment heraus. Das heißt nicht, dass sie ein besserer Mensch ist als andere. Sondern, das darf man sowieso, ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, keine Weise annehmen. Eine Säuglingsseele, ja, ist nicht schlechter als eine alte Seele, und eine junge Seele, auch wenn sie grausam ist, ist als Seele nicht schlechter als irgendeine andere. Genau, und außerdem wissen wir zum Glück ja die meisten gar nicht, wie alt ihre Seelen sind. Und das ist ganz gut, ja. 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 Aber viele spüren es natürlich. Mhm. Ja. Sie, ja, spüren, ja, die Fremdheit, sie spüren das Anderssein. Mhm. Aber was hatten wir gerade? Die alte Seele, also die alte Seele, also sie entscheidet, mhm, aus dem Moment heraus, was hier und jetzt jetzt ihr Wunsch, das Richtige zu tun, mhm, erforderlich, mhm, macht. Das mag für jüngere Seelen ganz verantwortungslos sein. Mhm. Ja? Die alte Seele hat eine andere Vorstellung von dem, was richtig und wichtig ist. Und sie strebt nach absoluter Individuation. Und da stößt man dann schon auch gegen die Vorstellungen jüngerer Seelen, die ja gerade als häufig als ganz festgefügt moralisch zu betrachten sind. Die es auch brauchen, ja, diese unbedingt, ja, diese Struktur, Sicherheit und so. Eine alte, ja, Seele wird sich darüber hinwegsetzen, mhm, und sagen, nein, meine innere Stimme oder meine Intuition sagt, das muss anders sein. Also immer mehr diesem inneren gegen die Vertrauen Moral und trotzdem und, sozusagen, ja, eigentlich eine größere Verbundenheit. Die Verbundenheit, ja, zu den Mitmenschen nimmt ein bisschen ab, so wie sich ein alter Mensch auch zurückzieht, ja, aus dem Trubel, ja, nicht mehr in die Disco geht und so. Aber die Verbundenheit zu den astralen Bereichen, die nimmt zu. Verstehen. Und, ja, zu den Seelengeschwistern und, mhm, zu den inneren Stimmen und zur inneren Wahrheit, die, mhm, nimmt sehr stark, ja, zu. Wunderbar. Ja? Seelengeschwister, sicher ein weiteres Kapitel. Ah, aber gehen wir mal, ja, genau, ja, ja, alte Seele. Ja. Das heißt, irgendwann ist da auch der Inkarnationszyklus zu Ende, das letzte Leben einer alten Seele. Jetzt komme ich mit einem weiteren lustigen Vorurteil. Ich kenne einige spirituelle Leute, die sagen, ja, ich bin überzeugt, ich habe mein letztes Leben hier. Ja, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist vielleicht für die jetzt gerade sehr tröstlich, aber vielleicht ist es ja auch so. Wer bin ich, dass ich darüber urteilen möchte? Richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ja? Denn spiritueller Ehrgeiz, ich nenne das einfach mal so, ist meistens ein Zeichen dafür, dass man noch nicht fertig ist. Denn Menschen, es gibt ja, also nach, ich kenne sehr wenige, will ich da sagen, wenn überhaupt, Menschen, die sich dem Ende ihres Inkarnationszyklus nähern oder ganz nahe sind, die bedauern meistens. Die freuen sich gar nicht auf, dass, ach, ja, dass das jetzt alles vorbei sein soll, mhm, wenn sie es überhaupt so deutlich spüren.
man muss auch noch einen ganz großen Unterschied machen zwischen erleuchtet sein und der letzten Inkarnation. Mhm. Das ist nicht identisch. Mhm. Ja, man kann direkt schon vorher auch erleuchtet sein und trotzdem nochmal wiederkommen müssen. Das ist ja auch vielleicht. Das heißt, das erleuchtet sein bleibt jetzt nicht in allen Leben, wenn man es einmal erlebt hat. Das ist auch eine ja. Erfahrung, eine Öffnung. Ja, ein neuer Körper, mhm. eine neue Erfahrung in einem neuen, auf einem neuen Kontinent oder mit ganz anderen kulturellen Hintergrund macht natürlich wieder für einen, der schon mal erleuchtet war, eine völlig neue Erfahrung. Also Erleuchtung gehört in ein Leben rein und mhm. ist nichts Endgültiges. Und es gibt auch vorübergehend Erleuchtete, die dann das nicht halten können. Dann gibt es vielleicht Menschen, die erst im allerletzten Leben diese endgültige Erleuchtung erfahren. Ich möchte da auch nicht von Dingen sprechen, die ich persönlich nicht erfahren, ja. nicht kenne. Ja. Ja. Aber wir haben da einiges auch erfahren. Auch in diesem Buch Welten der Seele steht etwas über Erleuchtung, was ich sehr interessant finde. Da fragt jemand, bin ich denn schon erleuchtet? Und die Quelle sagt, wenn wir lachen könnten, würden wir jetzt lachen. Denn wer eine solche Frage stellt, zeigt damit, dass er es nicht ja. ist. Er würde sie sonst nicht stellen. Ja. Schön. Sehr spannend. Ich glaube, das ist eine der längsten Mystikerfolgen von der ganzen Welt. Aber das macht nichts, weil es einfach so interessant ist. Aber lass uns diesen noch weiter. Es gibt ja noch zwei weitere Stufen, die aber nicht mehr in der Inkarnation stattfinden. Was sind das für Stufen? Kann man sich die überhaupt noch vorstellen? Ja. Vielleicht nur in ganz wenigen Worten. Ich glaube, die können wir uns kaum vorstellen. Das sind auch vielleicht eine auf 1 Milliarde oder eine auf 3 Milliarden Erscheinungen. Das nämlich, und da sind wir dann wieder beim Thema Seelenfamilie, was uns zu weit führt. Und es sind auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir haben ja gesagt, es gibt 3 Welten der Seele, es gibt auch die kausale Welt. Ja, das sollten vielleicht, also wir, was du angedeutet hast, ist das, was wir die transpersonale Seele nennen und die transliminale Seele. Das sind Seelenzustände, das sind gar nicht mehr Seelenalter. Es sind Seelenzustände, die völlig außergewöhnlich sind, dass also viele Seelen in einem Körper sich manifestieren. Also das möchtest du nicht, das möchte ich nicht. Wir wollen noch ganz individuell sein. Werden wir aber trotzdem irgendwann erleben? Aber werden wir nicht erleben. Okay. Das ist nach dem Prinzip der Notwendigkeit nur ganz selten nötig für die Menschheit. Ja, ich verstehe. Ja? Wir haben gehört, Sai Baba war so oder ist so eine Person, das ist gar keine Person mehr, das ist eine Überpersönlichkeit. Jesus, vielleicht andere, die wir gar nicht kennen, denn die sind ja auch nicht immer weltberühmt. Also eine alte Seele oder eine transliminale Seele ist nicht gleichzeitig weltberühmt. Warum sollte sie auch sein? Sie hat ja vielleicht ganz andere Aufgaben. Mhm. Aber kommen wir noch mal ganz kurz auf die sogenannte dritte Welt der Seele zu sprechen. Wir hatten die physische, wir hatten die astrale, das ist für uns die wichtigste, die kausale Welt. Wenn also eine Seele mit allen Inkarnationen abgeschlossen hat, das heißt ihr Lern- und Lehrprogramm und ihr Liebesprogramm und ihr Erkenntnisprogramm persönlich abgeschlossen hat, als Fragment, vereint sie sich ja mit ihren Seelengeschwistern wieder. Und wenn alle Seelengeschwister einer Seelenfamilie diesen Inkarnationsweg abgeschlossen haben, dann kann sie überwechseln auf die sogenannte kausale Bewusstseinsebene. Das ist eine körperlose. Die Quelle ist auch so eine Wesenheit? Unsere Quelle ist auch so eine Wesenheit, ja. Es ist eine Seelenfamilie, die früher mal aus Menschen bestand. Nicht alle kausalen Quellen sind ehemalige Menschen, aber unsere ist eine. Deshalb weiß sie auch, was Menschen sind. Die kausale Welt ist eine Welt der Lehrer. Also nicht der Lernenden, sondern der Lehrenden. Und alle kausalen Wesenheiten, das sind ja keine Individuen mehr, das sind auch nicht irgendwie namentlich festzumachende Entitäten, sondern wir nennen das Wesenheiten, um zu zeigen, dass das ein Konglomerat, eine Art Ballung von früheren Einzelseelen ist. Die sind dazu da, um den noch im Inkarnationszyklus befindlichen Seelen etwas beizubringen. Das kann inhaltlich sein, das kann auf der Ebene der Liebesfähigkeit sein, es kann Musik sein, es kann Sport sein, es kann
alles Mögliche sein, was der Inspiration bedarf. Das sind ja inspirierende Lehrer. Und die allerwenigsten, würde ich sagen, drücken sich verbal aus. Es gibt wahrscheinlich unendlich viele, unbegrenzt viele. Und sehr viele Menschen sind mit Wesenheiten von der kausalen Ebene in Verbindung, wissen es nicht, sind aber extrem inspiriert. Da gibt es also sehr viele Komponisten zum Beispiel, die sich inspiriert fühlen von einer Kraft, die sie nicht benennen können. Oder auch Maler oder auch Philosophen oder auch vielleicht geistige Lehrer. Man kann sich ja fragen, also woher stammen die verschiedenen religiösen Richtungen und Inhalte. Da gibt es natürlich viel Legendenbildung, aber vielleicht ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Mohammed da inmitten seiner Herde auf dem Berg saß und plötzlich inspiriert wurde zu den ersten Suren des Koran. Die wird er sich nicht mühselig ausgedacht haben. Er konnte wahrscheinlich kaum schreiben. Und ist ja Dichtung. Das merkt man bei den Übersetzungen nicht so sehr. Aber die Originale des Korans, das sind wunderbare Dichtungen und scheinen wirklich zum großen Teil auf Inspiration durch eine Wesenheit zurückzugehen, die das für nötig hielt. Das ist das Wichtigste, die Notwendigkeit. Ja. Was brauchen die Menschen? Ja. Wunderbar. Also das ist ein schönes, großes Bild. Es hat auch was Tröstendes, ja, dass wir, dass eine Art direkte oder indirekte Führung es auch gibt von Wesen, die schon viel mehr sozusagen erfahren haben als wir. Ich finde das sehr schön, auch dieses Bild, Reinkarnationszyklus, die Seele lernt dazu, Liebe und Erkenntnis. Liebe und Erkenntnis. Und ja. Wie dein Kollege und Co-Autor Frank Schmolke mal sagte, ist ein unbedingtes Entwicklungswollen der Seele. Das heißt, wir können es gar nicht wehren, es geht sowieso weiter. Ja, und ja. Ist das Entwicklungsprinzip selbst. Okay, ja wunderbar. Liebe Vater, ich danke dir. Ich glaube, wir werden uns mal wieder unterhalten, weil es da noch so viel zu erzählen gibt. Ja. Ich hätte wirklich noch ganz viel zu sagen. Ich glaube auch, ja. Ich merke zum Beispiel zu den Schutzwesen, zum Beispiel zu den inneren Führern, die auch von der astralen Ebene kommen. Absolut. Seelenfamilie. Wir machen weiter. Es wird wieder eine Folge geben. Ich danke dir. Danke dir, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie bis dahin zugehört haben. Ich glaube, Sie wollen auch am liebsten noch mehr wissen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter auf die Reise unserer Seele, schauen, was passiert. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.